Halli, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einer weiteren überdrehten Folge. Ich bin außer Atem, Pixelmon. Hallo Hose. Was machst du auch zwischen unseren Folgen Sport? Also das ist mir völlig unverständlich. Sagt die gerade, ich stehe mal kurz auf und mache 10 Liegestütze. Mhm. Hallo? Naja. Wäre ich auch außer Puste. Mhm. Bei 10 Liegestütze wärst du außer Puste. Hose. Klar. Ja, ich muss ja dazu sagen, ich mache die natürlich einarmig mit Salto dazwischen. Ach so. Und auch mit außer Puste meine ich natürlich nur, dass ich zwischen den Sätzen und den Wörtern mal kurz einatmen müsste. Ach so, ich habe mir schon Sorgen gemacht, also wirklich. Ah, aber weil wir ja in der letzten Folge von diesen Dialekten geredet haben und dass sich das eine an Switch erinnert und bei dem Dings, der Boomster und Akzent und so weiter, ist mir gerade was gekommen. Ich weiß nicht, was war denn das für eine Sendung? Das weiß ich nicht mehr, aber da gab es doch mal diese. Was war denn das? Ich muss gerade gegen das kleinste Glurak der Welt kämpfen. Echt? Das ist winzig. Alter, eine Minecraft-Blume ist größer. Okay. Ernsthaft? So ein kleines Glurak? Krass. Der Hamel. Das war, glaube ich, von Kaya Jana, dieses Ey, Junge, wärst du Blume? Welche Blume wärst du? Kennst du das noch? Boah, ja, ich glaube, das ist echt von dem, ja. Ich dachte gerade, es wäre erst von jemand anderem, aber ich glaube, das ist doch von dem, ja. Wärst du Tier? Welches Tier wärst du? Das ist so geil gewesen, das hat mir so gefallen. Gott. Ja, Erinnerung, ach ja. Ja, sehr schön. Ich bin ja dafür, dass sie jetzt noch einen Digimon-Mod bringen. Und wir dann irgendwann den Digimon-Mod spielen. Solange die bei Digimon alles außer Generation 1 komplett rauslassen, wäre ich dafür. Weil bei Digimon war das noch krasser als bei Pokémon. Alles außer nach Generation 1 war einfach der komplette Bullshit. Weil die halt das komplett geändert haben. Wobei man dazu sagen muss, Pokémon ist ja mit der neuen Generation auch irgendwie Digimon geworden. Weil die sich ja jetzt im Kampf in Mega-Entwicklung entwickeln können. Ich meine natürlich digitieren oder wie auch immer das heißt. Fand ich jetzt aber gar nicht mal so schlecht. Hatte schon irgendwo was. Ich find's grauenhaft. Ja, findest du? Das macht für mich das voll kaputt. Trotzdem würde ich mir die Spiele gerne angucken. Aber da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Ist gar nicht so einfach, wenn man... Oh mein Gott, der Ibitak-Bug ist wieder der da. Der tanzt voll. Echt? Ich glaube, es gibt nur zwei Flugmonster, Pokémon. Ibitak und Rayquaza. Ist wieder alles voller Ibitaks. Wahnsinn. Wenn sie wenigstens noch irgendwie einen Tauboga oder so rumfliegen lassen würden. Ja, ernsthaft? Was ist denn? Ja, genau. Was ist eigentlich mit fucking Taubsi hier und so? Okay, ich wurde gerade. Ach nein, ich wurde nicht abgestiegen. Scheiß Ibitax hier. Ist weg von mir. Hab ich schon erzählt, dass ich überdreht bin heute? Na, überhaupt nicht. Ich nehme mir gleich einfach hier hinter mir Flasche Jim Beam und dann. Nein! Kasper, dann machen wir Drunkelmon. Oh, das würdest du niemals wagen. Das würdest du nicht machen. Wie, das würde ich nicht machen? Selbstverständlich. Eine betrunkene Flasche steht hinter mir. Folge? Alter, ich habe die Hälfte der Videos sind auf meinem Kanal sind betrunken. Es gibt. Hast du wahrscheinlich keine Zeit für gehabt. Hat man als Let's Player leider selten, Videos von den anderen zu gucken. Vor allen Dingen, wenn die einem schon nichts sagen. Ich habe mit einer anderen Kollegin habe ich in Minecraft einen Drink Olympics gemacht. Ernsthaft? Parkour Maps in betrunken. What? Ghastly is involving. Okay. Das war der Hammer, der absolute Hammer war das. Was denn gut ging, Flug, außer... Mein Nebulank entwickelt sich. Yay! Yay! Oh, wir können das tauschen. Hast du Pokémon Center RL 2 auf der Map? Ja, aber es bringt mir nichts. Es ist ja jetzt erst Alpollo. Das entwickelt sich halt auch nicht sofort, oder? Doch, wenn du es tauschst, ist es sofort entwickelt. Ja, aber ich dachte, du wolltest Alpollo behalten. Eigentlich schon, ja. Ja, okay. Also nee, momentan möchte ich es noch behalten, aber ich glaube, irgendwann im späteren Verlauf wird es ein Gengar werden. Wobei ich Alpollo genial finde. Ich mag das total, das sieht so klasse aus. Ja, ich finde das nämlich auch viel, viel geiler als Gengar. Wobei man muss dazu sagen, dass nach den Motiven, die es so gibt, oder nachdem wie die Pokémon so zusammenpassen, geht man ja davon aus, dass Gengar irgendwie der Schatten von Pixie ist, weil die fast deckungsgleich sind. In diesen ganzen weirden Pokémon-Theorien und so. Ball! Ein Mondstein, yay! Ja, haben wir ja noch nicht oft genug gehabt, ne? Oh, Mondstein, die habe ich ja noch nie gesehen. Langweilige Kacke. Jedenfalls, es gibt ja dann so Theoretiker, selbsternannte, also Leute im Internet ohne Hobbys, die dann davon ausgehen, dass eben
dieses Gengar, das eigentlich Nebulak sich nur zu Alpollo weiterentwickeln sollte. Und Gengar ursprünglich irgendwie so eine Schattenversion von Pixie war oder sowas. Und das gibt es ja in allen möglichen Richtungen. Also das ist ganz interessant eigentlich. Bei mir ist gerade dieses Sonnen-Pokémon in einer Höhle unten drin. Cool. Is paralyzed and can't move. Hier ist schon wieder ein Stollen unter uns. Macht die Attacke dem was? Naja. Ich hasse Ibitak. Ich hasse Ibitak. Wir sollten echt mal einfach Ibitak einfach limitieren auf, weiß ich nicht. Flug-Pokémon gibt es nur noch zwei gleichzeitig oder so. Dann hast du nämlich genau zwei Ibitak. Fertig. Oder ein Rayquaza und ein Ibitak. Oder zwei Rayquaza. Also die Leute, Entschuldigung, dass es jetzt hier ein bisschen duster ist. Ich hole gleich Kohle, damit ich Fackeln aufstellen kann. So. So, ich begebe mich nämlich jetzt mal kurz ein bisschen unterirdisch. Oha. 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 Wo waren wir denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Suchst du, also ich war gerade dabei stehen geblieben. Ich würde mir total gerne mal die neuen Pokémon-Spiele angucken. Aber Let's Player kennen das. Oder Leute, die sich halt damit eher beschäftigen. Man tendiert dazu, dann die Sachen nicht mehr alleine zu spielen. Hm. Und wenn man die Sachen natürlich nicht mehr alleine spielt, dann macht das relativ wenig Sinn, sich so eine teure Konsole zuzulegen. Das Problem ist, wenn ich mir einen Nintendo 3DS holen möchte, in Anführungsstrichen, also sehr in Anführungsstrichen, weil möchte, tue ich das wirklich nicht, dann bezahle ich ja nicht nur, weiß ich nicht, die 180 oder so für die Konsole, sondern ich müsste dann auch noch, um davon aufnehmen zu können, nochmal knappe 200 drauflegen. Plus das Spiel und alle anderen Spiele. Und das ist dann schon so eine Sache, wo man sich das natürlich sehr gut überlegt, ob man plötzlich mal 400 Euro investieren möchte, nur damit man sich mal Pokémon hier anschauen kann. Ne. Ich würde sehr, sehr gerne. Ich hätte da mega Lust drauf, aber ganz ehrlich, auch wenn ich 400 Euro hätte, hätte ich gerade irgendwie andere Sachen, die damit, wo die besser angelegt werden. Und ich glaube, ich bin gerade schon wieder mitten im Flug abgestiegen, ja. Aber gerade so noch überlebt. Ja, es ist wirklich schwierig. Die Dinge kosten teilweise verdammt viel Geld, aber irgendwie wird es auch tierisch Spaß machen und ja, keine Ahnung, ist ganz, ganz schwer. Wasserstein Nummer 3. Ja, sag mal. Das finde ich so ein bisschen problematisch. Bei Pokémon zum Beispiel kannst du ja nicht so machen. Ja. Bei Pokémon kannst du ja nicht so machen, dass du. Also da gibt es ja keinen Koop quasi, dass du komplett zusammenspielst. Das wäre, glaube ich, bei sowas ein bisschen einfacher. Dann braucht zum Beispiel nur einer das oder so. Stimmt. Hose, du hättest mir ruhig sagen können, dass ich die ganze Zeit mit einer Attacke angegriffen habe, die keinen Schaden macht, sondern nur irgendwas. Nee, ich fand's lustiger, das nicht zu machen. Okay. Ich habe dich ja extra abgelenkt, damit du das machst. Ja, jedenfalls. was ich mal überlegt hatte, war, dass man so einfach eins der ganz alten Pokémon-Spiele nimmt, so grün, blau oder so. Mhm. Und die spielt, aber dann auch betrunken, ja. Sonst ist es unlustig. Und ein anderer oder zwei andere gucken halt zu. Über Skype Bildschirm übertragen oder so und kommentieren mit. Weil das ist so das Maximum an. Oh, was ist denn schon wieder eine Powerlinse, ey? Pixelmon Powerlens. Ich muss das jetzt mal live googeln, sonst wäre es ja geil. Ich weiß nicht. Ich habe an sich kein Problem damit, aber persönlich glaube ich, würde ich das nicht machen wollen. Keine Ahnung, das ist. Bisschen schwierig, man weiß einfach nicht, wie viele junge Leute hat man, die da einschauen und ob man da nicht vielleicht ein falsches Bild dann wiedergibt. Weiß nicht, keine Ahnung, da hätte ich echt ein bisschen Angst davor. Das kommt drauf an, man muss das natürlich alles immer, ich sag mal, unter den gegebenen Voraussetzungen machen. Das ist das Problem an der Vorbildfunktion. Diamanten! Solange man es nicht übertreibt. Das stimmt. Das sollte eigentlich, ja, weiß ich nicht, mehr oder weniger bekannt sein, dass man es nicht übertreiben sollte. Ja, eigentlich schon, das stimmt allerdings. Leute, aber es gibt halt dann auch viele Moralapostel, die dann einen das irgendwie total, die einen dann runterbuttern. Ja, das stimmt. Die sind mir meistens egal. So, Leute, ihr müsst mir unbedingt mal in den Kommentaren weiterhelfen. Ich habe jetzt nämlich diese drei Items hier, dieses Macho-Band, den Power-Gürtel und die Power-Linse. Und irgendeiner von euch muss mal sagen, wer am besten mit welchem Item ausgestattet ist davon, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Habe ich jetzt Schaden genommen? Weil, weiß ich nicht, wenn ich das google und dann die Items verteilen soll, bis dahin habe ich schon wieder vergessen, was die ganzen Items machen. Das war bei Pokémon schon immer so. Ich konnte mir nie merken, was ist.
Weil die Items haben immer so, die haben gar nichts damit zu tun, was die eigentlich machen. Ja, teilweise. Jetzt mal abgesehen von dem EP-Teiler, der sagt das relativ genau, was er sagt. Bis ich rausgefunden habe, in dem allerersten Spiel, ja, da war ich, weiß ich nicht, 10, 8, 9, bis ich rausgefunden habe, was der Detektor macht. Detektor, Alter, Alter. So. Ja, der Detektor. Sucht nach versteckten Items. Aber ja, das genau. Weiß ich doch nicht als Kind, was der macht. Ja, aber das wird einem doch gesagt. Ja, glaubst du, ich lese den Text auch noch, oder was? Ja. Nee. Ach, sag mal, du hast zu den Kindern etwa gehört, die nichts gelesen haben in Pokémon? Das war uninteressant. Diamanten! Schon wieder? Ich habe 4 Diamanten in der Kiste gefunden und hier finde ich jetzt eben auch noch mal 2 Stück direkt in der Mauer. Cool. Aber die haben das jetzt wirklich richtig schön nachgefixt, dass wirklich in den Höhlen auch was spawnt. Hm. Das stimmt, ja. Also da spawnt zumindest mehr als vorher. Spawnt. Bist du jetzt stinkig? Wer? Wieso ich? Nee. Weil ich Diamanten gefunden habe. Wow, nicht da rein. Ein Raichu! Ja, aber du hast Diamanten. Kann mit Raichu eh nichts anfangen. Ich habe nichts, was Gutes gegen Elektro. Von daher. Also ich habe bestimmt irgendwas, aber ich werde es nicht wissen, bis ich es in den Kommentaren lese und dann habe ich es 5 Minuten später wahrscheinlich wieder vergessen. So, ich tue jetzt mal hier mal eben Obsidian abbauen. Weißt du, was mich auch stört an Pokémon? Hm. Wenn du es heutzutage spielen willst und du hast keine Nintendo-Konsole mehr, dann ist es fast unmöglich, das zu spielen, weil... Wenn ich Pokémon spielen will oder wenn ich jetzt sage, okay, komm, ich habe jetzt Bock auf Pokémon, dann habe ich nur deswegen einen alten, von einem Kind angekauten Game Boy Advance SP, damit ich Pokémon spielen kann. Weil, wenn du das, ich weiß nicht, inwiefern die Zuschauer das vielleicht verstehen, wenn du das auf einem Emulator spielst, das ist was ganz anderes. Ja, das stimmt. Du hast keine echten Buttons, du hast gar nichts, selbst wenn du dir dann einen Controller an den Computer klebst, ist was ganz anderes. Schon allein, weil der Bildschirm so groß ist. Oh nein, ich bin wieder mit einem Flug abgestiegen, oder? Ich, ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Ich habe schon 4 Wassersteine. Also wenn du irgendwann mal irgendwas hast, ne, sagst du okay. Bescheid. Wassersteindealer. Es gibt so unheimlich schöne Spiele von Pokémon, die viele Leute auch gar nicht kennen. Wie zum Beispiel mochte ich das Top Trading Card Game unheimlich gerne. Oh, für Gameboy, ja. Gespielt. Habe ich sogar im Original hier rumstehen. Echt? Okay. Ja, ich habe die alten, da ich ein Game Boy Advance SP habe, habe ich die alten Pokémon-Spiele auch im Original hier rumstehen. Ich habe die grüne Edition auf Japanisch. Die habe ich nie gehabt. Die ist bei uns ja auch nie rausgekommen, also die muss ich echt importieren lassen. Ach so. Aber da sind halt nochmal alle Bilder irgendwie ein bisschen anders und die soll die schwerste von allen sein. Mhm. Kann ich so bestätigen, vor allem wenn du kein Japanisch kannst. dann habe ich die rote, das war nämlich damals auch die erste, die ich wirklich hatte. Nicht diese Version, weil das habe ich irgendwann mal, keine Ahnung, Flohmarkt und dann muss es neu kaufen und wie das halt so ist. Mhm. Dann habe ich, ich glaube, müsste ich jetzt mal rüberschielen hier. Kann ich ganz knapp sehen. Also ich weiß, ich habe noch das Trading Card Game und ich glaube, ich habe noch Silber oder so. Mhm. Ich hatte lustigerweise Gold immer. Ich wollte immer Gold das hatte ich auch. Uncoolere haben, weil bei mir war zum Beispiel immer ich habe noch so ein Choice Spectacles. Also wenn du sowas haben willst, sagst du Bescheid. Mhm. So ein Item. Ich habe immer die Edition gehabt, die sonst keiner haben wollte, weil damals war das echt so, die blaue Edition war die coole Edition. Das hatten die echt? Coolen Kinder. Ja. Stimmt eigentlich, ja. Und wenn du uncool warst, dann hattest du halt, genau, dann hattest du halt die rote. Lustigerweise, trotzdem, jeder, den du gefragt hast, was hast du für einen Starter genommen? Ja, Glumanda, was denn sonst, ey? Ja, komischerweise muss ich sagen, kenne ich es eigentlich nicht so, dass die Leute jetzt irgendwie ein Problem mit der roten gehabt hätten. Also ich fand persönlich die rote am liebsten und die paar Leute, die ich kannte, mochten auch die rote am liebsten. Muss aber dazu sagen, ich habe damals schon nicht so viele Freunde gehabt, von daher. Ja, ich muss es mal überlegen. Ich weiß nicht. Also bei mir war das immer ganz praktisch. Ich hatte die eine, mein Bruder hatte die andere. So einfach war das. Und dann war das immer blöd, als es angefangen hat hier mit Kristall und so. Oh. Weil die haben wir dann alle doppelt gebraucht. Hm. Hat meine Eltern bestimmt garantiert gefreut. Das glaube ich. Die haben ja auch, weiß ich nicht, ein Heidengeld gekostet. Ja. Na, ich hatte damals in Gran Canaria, da gibt es ja immer diese tollen Läden mit den tollen Spielen, so 100 in 1 oder so. Ja. Da hatte ich eine so eine Version, wo die goldene Edition mit drauf war. Und du hast halt die goldene Edition gekauft und da stand auch alles drauf, war alles toll. Und dann packst du das Spiel in den Gameboy und stellst fest, da ist nicht nur die goldene Edition drauf, das sind noch 50 andere Spiele drauf. Und das fand ich so heftig, weil man dann
auch erstmal gemerkt hat, wie viel Speicher auf diesen Dingen eigentlich da drauf ist. Dass da noch so viele Spiele drauf sind wie In Centipede und dieses Super Mario-Spielchen, dieses, wie hieß denn das, Super Mario World oder wie hieß denn das? Ja, ich glaube Super Mario World. Nur halt, du warst nicht Mario, sondern du warst Pikachu. Ach du Heilige, okay. Ja, es war voll cool. Und dann halt noch zwei, drei andere Spiele, Contra und sowas. Und ich fand das so klasse. Contra? Ja, ich habe Contra ist gespielt. Ist Contra nicht ein NES oder SNES-Spiel? Nee, es ist, glaube ich, nicht dieses Contra, das viele kennen. Es hieß halt da Contra, aber ich glaube, das ist das nicht. Okay. Und dann noch irgend so ein Spiel, das so ein bisschen wie das erste Zelda aussah, das ich nie kapiert habe. Den Sinn habe ich dahinter nie verstanden, was ich da machen muss. Aber bestimmt Mystic Quest oder sowas. Das kann sein. Und das habe ich so gemocht, ich fand es so klasse. Aber es war halt nicht legal, ne? Ich habe mir auch nie Gedanken drüber gemacht. Ich habe das auch in jeden Urlaub mitgenommen. Habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, dass das vielleicht illegal sein könnte oder sowas. Ja, als Kind da hat man da eh überhaupt nicht nachgedacht. Also ja, das eben. War ja, ich meine, wenn es verkauft wird, das ist total geil. Ich habe zum Beispiel eine Version hier gehabt, weiß ich gar nicht, ob die noch irgendwo im Keller liegt, Pokémon Jade Edition. Da war einfach so ein Tier drauf vorne, habe ich noch nie gesehen, ja, musste ich aber haben. Und das war ganz komisch, weil das ging dann, und das ging halt dann die ganze Zeit so weiter, dass ich halt immer irgendwelche Sachen hatte, die, oh, es hätte neue Effekt, das ist natürlich kacke. Alter, gegen Metall sind alle meine Pokémon scheiße. Das ist nicht gut. Apparently. Vor allem mein Flug-Pokémon ist jetzt tot. Oh. Na, ich fand es damals schon irgendwie ganz witzig. Vor allem dieses, das hattest du doch, meine ich, vorgestellt. Dieses Mickey-Maus-Spiel da. Ja, das habe ich auch im Original hier. Das Gott war auch auf einem dieser Spiele drauf. Das war aber auch cool, ehrlich gesagt. Von daher. Was haben wir denn noch? Rage. Ich muss sagen, ich vermisse die Zeit schon manchmal ein bisschen mit den ganzen verschiedenen Pokémon-Spielen. Ich hab mal überlegt, ein Video zu machen, wie es damals einfach war. So nachgespielt quasi. Wenn man zum ersten Mal Pokémon gespielt hat. Das war einfach was ganz anderes als heutzutage. Ja, heutzutage regt man sich auf wegen irgendwelchen Dingen wie, oh mein Gott, da ist die Grafik nicht schön und oh mein Gott, da passt das nicht und jenes nicht. Ja. Und damals hat man sich einfach nur gefreut. Damals war auch vor allen Dingen alles neu. Du hattest gar damals keine Möglichkeit, im Internet nachzugucken. So von wegen, ich komme hier nicht weiter, wo ist denn das? Die erste oder wo bekomme ich denn das und das Pokémon, ja? Das wusste kein Mensch. Du konntest nicht sagen. Deswegen verstehe ich immer nie, weil ich habe zum Beispiel voll die Probleme, wenn ich ich als Gottkönig des Fails mache natürlich viele Sachen falsch. Und ich bin halt einfach immer noch so jemand, der die Sachen lieber selber rausfindet. Und wenn dann Leute so schreiben, so von wegen, boah, du bist doch so kacke, guck doch mal im Wiki, dann denke ich mir so, ja, genau, und dann kann ich gleich andere für mich spielen lassen, dann brauche ich überhaupt nichts mehr machen. Weil für mich ist das noch so, einfach so eingebrannt noch aus der Kindheit. Wofür gibt es ein Wiki? Ein Wiki ist für unfertige Spiele im Alpha-Stadium oder so, wo du ohne gar nicht weißt, was du machen sollst. Aber ansonsten, ich lese mir doch nicht hier die Stats und irgendwelche Attackenkacke durch oder so. Vielleicht mal irgendwann aus Interesse, weil es halt geht. Aber damals ging das nicht. Eben. Damals hattest du dein Wissen und fertig. Eben, damals hast du vielleicht nochmal, wenn du irgendeinen Kumpel hattest, der Internet hat, vielleicht mal kurz auf cheats.de geschaut. Eine Seite, die unzuverlässig war, wie nochmal was, weil so viel Scheiße drin stand, die langsam war. Natürlich auch das Internet war unheimlich langsam, aber die generell langsamer war als alle möglichen anderen Internetseiten. Oh, ja. Wie sehr man sich dann gefreut hat, wenn man im Laden stand, die neue Kidszone gekauft hat, und ein Easter Egg oder irgendwie einen Code oder irgendwas für ein Spiel drin stand, das man selber hatte. Ach ja, das kenne ich auch noch. Da kannst du so jeden Monat neue Mogel-Power-Magazine und Bücher kaufen und so ein Shit. Ja, wegen die neuesten Cheat-Codes. Ja, ja. So ein Schummelmodul zum Beispiel habe ich ja nie gehabt, aber ich war immer total neidisch auf die Leute, die eins hatten. Oh. Aber ich fand das dann immer so klasse, wenn dann bei den Pokémon-Editionen wieder drin stand, in Route sowieso, bei den und dem Busch, wenn du da und da schaust, da findest du dieses und jenes Item. Ja, ja, und ja. So, yay, ein Sonderbonbon, genial. Oh ja, das war großartig, das war richtig großartig. Apropos richtig alte schön, Zeiten, wie steht's denn mit der Zeit? 1934. Okay, das geht ja noch. Nee, ich dachte mir auch nicht, dass wir dann hier wieder voll übertreiben. Nee. Ich meine, wäre uns wahrscheinlich keiner böse, wenn wir jetzt hier 50-Minuten-Folge machen würden, aber... Ja. Dann werden wir uns wohl verabschieden für heute, ne? Leider.
Auch wenn wir so schön in Erinnerung schwelgen. Ach ja, ihr müsst jetzt uns mal ein bisschen helfen. Schreibt uns mal einfach eure schönsten Erinnerungen an Pokémon in die Kommentare. Wenn ihr das denn überhaupt früher schon gespielt habt. Wenn ihr das nicht früher gespielt habt, dann weiß ich gar nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euch vorstellt, wie das früher gewesen sein muss. Weil ich meine, man kann ja heutzutage auch noch diese alten Spiele sich mal kurz angucken, ne? Und dann denkt man doch auch so, Alter, was ist das denn? Oh ja. Und für mich sind halt die neuen Spiele, Alter, was ist das denn? Ja. Ein Ball, ein Ball. Was da drin ist, sehen wir nächste Folge. Genau. Tschüss, tschüss. Ciao.